Guten Abend, ihr Lieben. Mal an die Mädels, die auch so viel abgenommen haben. Mein Mann hat gestern sein Handy ja neu sortiert und hat mir mal so die alten Bilder geschickt. Ich sagte, hä? Warum hast du mir das nie gesagt? Ich habe mich wirklich nie so wahrgenommen. Na klar, war ich zu dick gewesen. Mit einer Größe 56, 58. Also, ja klar, war ich fett. Das wusste ich auch. Aber ich habe mich immer versucht, ordentlich zu kleiden, zurechtzumachen und sonst jetzt. Als erstes hat er gesagt, naja, ich wollte nicht sterben. Und dann hat er gesagt, nee, ganz ehrlich, ich hab dich auch nie so wahrgenommen. Eigentlich traurig, wa? Vielleicht haben ja deswegen viele so stark übergewichtige Damen das Problem, weil ihr Partner das ohne sieht oder weil er sich nicht traute zu sagen oder so. Keine Ahnung. Also ich habe ja bis heute noch meine Selbstwahrnehmungsstörung. Ich sehe mich ja immer noch nicht, obwohl ich mich halbiert habe. Ich sehe mich immer noch nicht als normalgewichtig an. Obwohl die Ärzte mir ja sagen, oh, jetzt ist hier noch abgenommen, jetzt reicht es und wisst ihr was. Ja, aber das fällt ihnen halt schwer. Man sieht sich immer so, ich war ja, wie gesagt, ich zeige euch mal Fotos hier nach. Das erste war, ich glaube, da war ich 15. Ich hatte nie Normalgewicht, nie, nie. Mein ganzes Leben, nee. Also, das halt jetzt wirklich erst seit meiner Abnahme. Ja, vielleicht rennen deswegen auch einige Mädels, wenn ich so sehe, boah, da kickt der Bauch über die Hose und sonst. Ich hatte auch immer Selbstbewusstsein, aber ich hatte auch so ein bisschen... Ja, Ästhetik, wie gesagt, wa? Ich wollte nicht, dass jemand meine Hängearme sieht oder wie's ich was, oder meinen dicken Bauch oder sonst. Also die Fotos, die man hier so sieht, sind ja größtenteils, ja, zu Hause auch gemacht. Ja, eigentlich auch unterwegs, aber... Brrr. Also da komme ich echt schon ganz schön in Grübeln. Seht ihr euch so nach der Abnahme? Seht ihr euch jetzt schon schlank oder sonst? Ich meine, ich trage Größe 36, 38, also eine S, ich habe auch Klamotten in XS, ich habe auch Klamotten in M, je nachdem, wie sie ausfallen. Das ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Aber dennoch, das müsste ja im Kopf auch mal ankommen. Ich war zu ja auch beim Psychologen gewesen. Das müsste ja ankommen, dass man sagt, boah, ich stehe vorm Spiegel. Ich meine, ich sage für mich jetzt, aber ich war ja früher auch nie so unglücklich gewesen. Ich sage jetzt für mich, ja, das ist gut, ich bin ja auf Halten. Aber ich würde mich nie selbst so sehen, dass ich sage, oh, das ist ja cool. Mit meiner 52, wow, siehst du gut aus. Weiß ich auch nicht warum. Also das, weiß ich nie. Kriegt ihr das besser hin? Oder wie habt ihr daran gearbeitet? Meine Ärzte haben mir immer geraten, machen Sie Fotos. Nur so sehen sie die Erfolge. Tja, noch sehe ich sie nie. Komischerweise. Habt einen schönen Abend. Viel Spaß beim Bilderschauen.